Tätige Fernunterricht. Euch ein Gestaltungstool vorstellen. Ich kann ja gleich in den Vollbildmodus wechseln. Und zwar habe ich auch schon einmal Adobe Spark gezeigt, als es darum ging, eigene Präsentation zu machen. Und ich habe auch über die Gestaltung von Postern schon gesprochen und da erwähnt, dass man das mit PowerPoint sehr gut machen kann. Canva ist ein Tool, das ähnlich wie Adobe Spark funktioniert. Das ist nämlich so eine All-in-One-Solution für ganz verschiedene Designaufgaben. Und es ist für diejenigen Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte interessant, die Freude am Design haben, die vielleicht mal was Neues entdecken möchten, die über PowerPoint und über die üblichen Tools auch hinausgehen möchten. Canva kostet nichts, um es zu benutzen. Ich benutze auch die Free-Version. Es gibt eine Premium-Funktion, bei der sich dann viel mehr Funktionen freischalten lassen. Die kostet meines Wissens auch so 130 € im Jahr. Also so ein Abo. Und ich zeige euch jetzt hier, wenn ich auf Poster gehe, weil ich das schon vorgestellt habe, wie das aussieht. Und zwar ist das Attraktive, ihr seht, das ist jetzt sehr aktuell. Also ich habe jetzt hier gleich schon Coronavirus-Möglichkeiten. Ich habe Klimawandel-Ideen und dann ganz viele Vorgaben. Und ich kann jetzt hier schon mal was nehmen, Poster mit Spruch. Also da sind auch ganz viele Unterrichtsideen ganz nah. Nehmen Sie ein Zitat, machen Sie dazu, gestalten Sie dazu ein Poster und ich kann jetzt hier reinklicken. Jetzt wird super, ja. Das sind die Sprüche, die man vielleicht vorher schon mal dichten möchte. Also es holpert, aber es ist jetzt tatsächlich ein Spruch. Und natürlich kann ich jetzt hier alles, was hier geschehen ist, also diese Wolke, kann ich zuschneiden, umdrehen, Kopie erstellen. Also ich mache jetzt hier eine zweite Wolke. So, dann muss ich natürlich auch die Regentropfen etwas verschieben, aber ich erstelle eine Kopie. Jetzt regnet es bei mir doppelt. Also ich habe so ganz viele Möglichkeiten, um diese Designs weiter zu verarbeiten. Kann hier auch Elemente hinzufügen und ihr seht dann, es hat eine riesige Elementbibliothek. Also ich lasse jetzt hier mal. Jetzt lassen wir ihn dann noch üppiges Blattwerk wachsen. So. Genau. Das kommt jetzt hier noch rein und so weiter. Also, ihr seht, meine Designkünste sind bescheiden, aber so wird es dann tatsächlich aussehen. Und gehe nochmal zurück, ohne das jetzt groß zu speichern. Ich kann so mit Canva auch sehr attraktive Präsentationen machen, die dann sofort nach mehr aussehen als nach PowerPoint. Und sie haben auch nicht diese etwas für mich immer etwas seltsame Verspieltheit von Prezi, sondern können jetzt hier, ich nehme mal einfache Präsentationen, mal sowas. Und ihr seht, sieht recht frisch aus und ich kann hier eine neue Seite hinzufügen, so die sieht dann so aus und habe ganz viele Templates, die schon gegeben sind, mit denen ich eine wirklich attraktive Präsentation in Sekunden im Netz erstellen kann. Ich kann sie auch gleich hier präsentieren.
So, und los geht's. Und ihr seht, das hat auch Übergänge, die wirklich sehr cool sind, die schon da drin sind. Also Canva hat eine Fülle von Möglichkeiten für Designaufgaben und digitale Gestaltungsmöglichkeiten. Wenn ihr den Schülerinnen und Schülern hier Freiraum gebt, da Dinge zu gestalten, dann werden sie das auf Arten nutzen, mit denen ihr wahrscheinlich gar nicht gerechnet habt. Didaktische Ideen, da gibt es ganz, ganz viele. Sie können eine Postkarte erstellen, sie können eine Infografik machen, eine Broschüre herstellen, ein Buchcover erstellen. Also ihr seht, da ist wirklich ganz, ganz viel vorhanden. Und das letzte Feature, das ich noch kurz zeigen möchte, ist das Team. Also ich kann jetzt hier Menschen hinzufügen. Ich habe das schon mal gemacht. Ich füge ständig mich selber zu Teams hinzu und schicke mir jetzt eine Einladung. Ich habe mich jetzt schon eingeladen, dann sieht man das hier unten. Angenommen habe ich es jetzt noch nicht. Und dann kann ich mit diesen Leuten Ordner teilen, Designs teilen, die sie dann auch bearbeiten können. Also so können Schülerinnen und Schüler sich auch zusammentun zu Teams und gemeinsam an gewissen Vorlagen zusammenarbeiten, ohne sich jetzt direkt zu sehen. Das war die kurze Vorstellung von Canva. Bitte probiert es aus. Lasst auch Schülerinnen und Schüler damit arbeiten. Es lohnt sich und ich danke fürs Zuschauen.